Hallo, schön, dass ihr hier seid. Letztes Mal haben wir den Geten einen empfindlichen Schlag zugesetzt. Oder wir haben ihm geholfen, je nachdem, wie man das sieht. Denn wir haben sie von der Kontrolle der Reaper befreit und ich empfange ein Notsignal, das auch nicht wegzugehen scheint. Ja, dabei wollte ich mich eigentlich nochmal mit meinen Crewmitgliedern beschäftigen, vor allem, da ja jetzt wahrscheinlich Legion auch hier rumläuft, ganz genau. Und Spezialistin Trainer? Ach so, ist in der Galaxiekarte. Und Legion ist hier? Wo stehst du? Hast du dein eigenes Terminal? Ja, aber ich denke, dieses Notsignal macht deutlich, dass ich unbedingt diese Mission anfangen sollte, weil sonst ist es wahrscheinlich zu spät. Shepard Commander, Sie haben sich Admiral Zens Versuch widersetzt, unsere Plattform zu konfiszieren. Sie hat genug angerichtet. Ihre Unterstützung wird registriert. Ja, ich bin mittlerweile so weit, dass ich Legion als eigenständige Persönlichkeit oder Person anerkenne, ja? Also, er ist für mich eine Person und ich würde auch nie ein organisches Wesen an irgendwelche Wissenschaftler übergeben. Vor allem, da ich ja der Meinung bin, dass wir uns gar nicht so sehr von künstlichen Lebewesen und Lebewesen unterscheiden, in der Hinsicht, dass man uns wahrscheinlich als künstliche Lebewesen 1:1 nachbauen könnte, wenn man denn wollte. Okay, fragen wir nach den Lebensschiffen. Die Quarianer haben ihre Lebensschiffe mit Waffen ausgerüstet und damit müssten die wahrscheinlich auch für die Geth eine Bedrohung sein und werden angegriffen. Sie sagen, Gethjäger bedrohen die Lebensschiffe der Quarianer? Gute Güte. Feindliche Gethjäger sollen die Verteidigung der Lebensschiffe durchbrechen. Ihre Staffeln sind über einen Server auf Runoch vernetzt. Wenn die Lebensschiffe beschädigt werden, verlieren die Schöpfer Waffen, Vorräte, Leben. Also zerstören wir den Server? Nein, dann würden die Guest-Programme auf andere Server übertragen. Sie sind nur direkt verwundbar. Die Entfernung von Geth aus diesem Server wird den Tod vieler Schöpfer verhindern. Wir werden sie bei dieser Mission begleiten. Ah, okay, also das ist seine Mission, die wir für ihn machen können. Gut, gut, gut. Ich bin manchmal verwirrt, wie schnell Shepard manchmal redet und wie langsam Shepard manchmal redet. Das ist ganz unterschiedlich, komplett unterschiedlich und hat nichts damit zu tun, was gerade vor sich geht. Sehr irritierend. Sehr, sehr irritierend. Aber gut, wir haben den Notruf im Hinterkopf. Wahrscheinlich fliegt Joker gerade in eine bessere Position. Ja. Irgend sowas denken wir uns aus. Denn ich habe jetzt Zeit, mich mit meinem Lieblingsgate zu unterhalten. Mit meinem einzigen Lieblingsgate sogar. Wie ist es dir so ergangen, nachdem ich mich gestellt habe? Am Ende von Mass Effect 2? Und nachdem sie die Normandie verlassen hatten? Der Körper dieser Plattform ist zum Guest-Konsens hinter dem Perseus-Nebel zurückgekehrt. Unsere gesammelten Daten bestätigten die baldige Rückkehr der alten Maschinen. Wir haben uns auf den Krieg vorbereitet. Die Geth haben also ihrem Beweis geglaubt, dass die Reaper zurückkommen? Natürlich. War sicher angenehm. Ja, das hatte Shepard so nicht. Aber gut, es hat alles so seine Vorteile. Und seine Nachteile. Je nachdem, was für eine Art Wesen man ist und was für einer Gesellschaft man angehört. Wie ging das mit den Geth Heretics weiter? Ich denke, wir haben die alle umprogrammiert und das war dann alles in Ordnung, richtig? Auf dem Schlachtschiff haben Sie Geth Heretics erwähnt. Was passierte mit ihnen, nachdem wir den Satelliten gesprengt hatten? Durch das Umschreiben der Heretics verbündeten sich mehr Geth mit den alten Maschinen. Dadurch entstanden auch mehr feindliche Geth-Plattformen. Sie meinen also, es war ein Fehler? Es hat uns einen taktischen Nachteil beschert. Dieses Resultat haben wir nicht vorhergesehen, aber eine einmal getroffene Entscheidung lässt sich eben nicht ändern. Bedauern Sie es, dass Sie die Heretics umgeschrieben haben? Oh, ich war mir sicher, dass Sie Verbündete werden können. Aber du hast völlig recht, eine einmal getroffene Entscheidung kann man nicht ändern. Und mit den Daten, die ich damals hatte, war das die richtige Entscheidung. Die Quarianer haben zuerst angegriffen. Wenn wir das Reaper-Signal ausschalten, muss dieser Krieg vielleicht nicht mit völliger Vernichtung enden. Eine interessante Sichtweise. Die meisten Organischen würden nicht so lange an ihren Friedensidealen festhalten. Ich will euch eigentlich für den Kampf haben gegen die Reaper. Ich bin da mal ganz ehrlich. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Und da stiftet man am besten Frieden und kämpft dann gegen die großen bösen Reaper. Na, fragen wir zum Angriff der Quarianer. Wie ist denn das so von sich gegangen oder von Sachen gegangen? Weil mir fällt das immer noch ein bisschen schwer, dass die Quarianer, also zu glauben, dass die Quarianer gegen die Geth
Bestand haben. Die Quarianer haben ihre Flotte, die ist gigantisch und toll und all das, aber die Quarianer haben nur 17 Millionen Mitglieder in ihrem Volk. 17 Millionen Quarianer. Und das ist so eine kleine Zahl im Vergleich zu allen anderen Zivilisationen, die wahrscheinlich Milliarden von Lebewesen beinhalten. Also die Menschen haben Milliarden an Menschen. Ich nehme mal nicht an, dass das weniger geworden sind seit unserer Zeit. Die Asari bestimmt auch und so weiter und so fort. Und damit kommt eine größere Wirtschaft, damit kommt eine größere Industrie, damit kommt eine größere Produktivität, damit kommt all das, was eine Zivilisation erst dazu in die Lage versetzt, einen großen interstellaren Krieg zu führen. Und die Quarianer haben ihre Flotte und 17 Millionen Menschen, also Leute. Das ist relativ wenig. Die Geth sollten sich eigentlich auf irgendeinem Planeten niederlassen, den komplett ausbeuten, ressourcenmäßig, und einfach nur bauen, bauen, bauen. Schiffe rauspumpen wie verrückt. Wie Maschinen, könnte man sagen, ja? Die müssten eigentlich ein Bevölkerungswachstum haben, was irrsinnig ist. Und damit zu konkurrieren, stelle ich mir schwierig vor. Deswegen war ich auch so überrascht, dass das Schiff der Quarianer so neues ist, mit verbesserter Technologie. Na gut, fragen wir endlich. Die Geth hatten schon gegen die Quarianer gekämpft. Was war jetzt anders? Die Geth bauten eine Megastruktur für alle Geth zur Speicherung sämtlicher Erinnerungen. Dadurch sollte unsere Isolation voneinander beendet werden. Und die wurde von den Quarianern angegriffen? Ja, mehrere Programme waren bereits installiert, als die Schöpfer mit der Bombardierung begannen. Wir hatten nicht genug überzählige Hardware, um alle zu retten. Einige Programme konnten nicht wiederhergestellt werden. Ach du meine Güte. Das ist aber eine ganz schön interessante Idee von den Geth, so eine Art Zentralcomputer zu bauen, in denen sie dann alle zusammenleben. Das ist so eine Art, die erschaffen sich ihr Paradies, so kommt mir das gerade vor. Ja, so eine Art Nirvana, wo wir alle verbunden sind und... Ja gut, nicht Nirvana, aber halt so eine Art Raum, wo wir alle verbunden sind und uns austauschen und im Einklang sind und all diese tollen Sachen. Es klingt eher so, als wolltet ihr euch zurückziehen und halt da in diesem Zentralcomputer glücklich werden. Und die Quarianer haben das natürlich geschickt ausgenutzt. Sind die Geth deshalb so verzweifelt, dass sie für die Reaper arbeiten? Ja. Stellen Sie sich vor, dass mit jedem Leben, das auf der Erde verloren geht, Ihre eigene Intelligenz schwindet. Der Angriff schmälerte die Zukunftsaussichten der Geth. Selbsterhaltung wurde zum obersten Gebot. Sie befürchteten, ausgelöscht zu werden. Wir haben im Gegensatz zu Ihnen keine Angst, aber es ist nicht unser Wunsch, vernichtet zu werden. Sie würden wegen der Reaper Ihren freien Willen einbüßen. Offensichtlich ist das ein akzeptables Abkommen. Offensichtlich, ja. Dann fragen wir nach dem Punkt hier. Der Geist des Reaper. Hä? Wie war die Verbindung mit einem Reaper? Obwohl die alte Maschine unsere Sensoren und unsere Vernetzung kontrolliert hat, konnten wir sie nicht zur Gänze verstehen. Sie stehen unendlich weit über uns. Jeder einzelne Gedanke ist gewaltig, überwältigend, undurchdringlich. Ach du meine Güte, das klingt ja wirklich schlecht. Ich hatte gehofft, du sagst uns, irgendetwas Erfreulicheres, dass die nicht so toll sind innen drin. Klingt, als hielten sie für Götter. Ihre Formen sind hochentwickelt, aber weltlich. Wir sehen keine Analogie zwischen den alten Maschinen und Gottheiten. Wir haben allerdings erkannt, warum andere ihnen diese Qualität möglicherweise zusprechen. Okay, das ist fair. Wir reden später. Wir bleiben so lange hier. Ja. Ich denke auch nicht, dass du irgendwo anders hingehen solltest. Ich glaube, die quarianische Admiralin hält dich im Blick. Okay, das Notsignal wird etwas verzweifelter. Ich habe nichts Neues über diese Reaper-Basis gehört. Hoffentlich geben sie uns bald ein Ziel. Okay, du weißt nichts Neues. Wir reden später, Tali. Shepard ist ganz kurz angeworden. Wir reden später, Tali. Was steht denn in meinem Logbuch überhaupt so drin? Also, wir haben Priorität, das machen wir also nicht. Wir haben Ranoch, Admiral Koris. Okay, das ist beides, es ist alles auf Ranoch, okay. Aber wahrscheinlich verschiedene Landepunkte. Ranoch, die alte quarianische Heimatwelt. Okay, das quarianische Schiff mit Admiral Koris an Bord ist auf Ranoch abgestürzt. Das war ja der für Frieden war, also den will ich retten.
Landen sie und retten ihn. Außerdem ist er der Anführer der Zivilflotte. Okay. Dann werden die Lebensschiffe angegriffen von Geth-Jägerstaffeln. Das ist Legionsmission. Die ist auch wichtig. Okay, dann haben wir drei Missionen auf Ranoch. Und die Prioritätsmission ist die Basis auf Ranoch. Okay, habe ich doch verstanden, worum es hier geht. Absolut gut. Dann schleichen wir uns hier vorbei. Ich weiß, dass wir Verbündete brauchen, aber es ist unbefriedigend, nur gegen Geth zu kämpfen, wenn doch die Reaper schon die halbe Galaxie erobert haben. Ohne die Flotte verlieren wir unsere Versorgungslinien. Und wer die verliert, kann auch den Krieg vergessen. Außerdem habe ich ein ganzes Spiel nur gegen Geth gekämpft. Zumindest gefühlt. Und so langweilig ist das gar nicht, ja? Ich habe das genossen. Commander, wir haben Berichte über Probleme bei einem turianischen Treibstoffdepot auf Sion. Ich habe die Galaxiekarte bereits aktualisiert. So, jetzt ist die Frage. Ich denke, ich kann die beiden Missionen auf Ranoch machen und dann zu dieser N7-Mission fliegen und dann zu Ranoch zurückkehren. Damit ich diese Mission mit dem Treibstoffdepot auf gar keinen Fall verpasse. Ja? Denn ich will ja alle möglichen Missionen machen. Das macht es mir am Ende wahrscheinlich einfacher, ein gutes Ende zu bekommen. Ja? Und daran liegt mir doch einiges. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier das Heilmittel. Sollen wir das lesen? Ja, wir lesen das. Von Melon Heplorn. Commander Shepard, ich habe gerade erfahren, dass Sie die Genophage geheilt haben und dass einige der Frauen aus meinen Experimenten daran beteiligt waren. Ich dachte, du wärst irgendwann gestorben? Aber da habe ich wohl... Das waren wohl Wunschträume. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für ein großartiges Gefühl das ist. Keine Stunde ist bisher vergangen, in der ich nicht über die Ereignisse auf T'Chanka nachgedacht und mich gefragt habe, ob mein Handeln richtig war. Jetzt nimm das nicht als Rechtfertigung für dein Handeln. Diese Nachricht nun rückt all den Schmerz, den meine Experimente verursacht haben, in ein neues Licht. Ich hoffe, die Frauen eines Tages wiederzutreffen und sie um Verzeihung bitten zu können. Nachdem sie Dr. Solus überzeugt hatten, mich zu verschonen, habe ich seinen Rat befolgt und eine Klinik auf Omega eröffnet. Ich dachte, das würde helfen, alles wieder gut zu machen. Ja, nein, tut es nicht. Aber ich musste wieder weg, als der Valok-Clan von meinem Aufenthaltsort erfuhr und einen Preis auf meinen Kopf aussetzte, weil es mir nicht gelungen war, ein Heilmittel zu liefern. Vielleicht lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Damit haben Sie mir dann wohl zum zweiten Mal das Leben gerettet, Commander. In aufrichtiger Dankbarkeit, Melon Heplorn. Jacob hat mir geschrieben. Wir sollen uns auf der Citadel treffen. Ja, klar. Hey Shepard, dieses Tigel-Projekt ist der Wahnsinn. Brynn und die anderen arbeiten rund um die Uhr daran. Ich muss in Kürze zur Citadel, um Ausrüstung im Krankenhaus abzuholen. Ich denke, ich habe dich schon gesehen. Ja. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir wieder mal im Krankenhaus sind. Brynn schreibt mir auch ein Tigel-Update. Nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Gellix rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tigels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Vielleicht. Oh, Miranda Lawson, Shepard, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen, und zwar von Angesicht zu Angesicht. Können Sie mich im Unterhaus treffen? Ich schicke Ihnen einen Navipunkt. Keine Videos diesmal. Versprochen. Oh, wie schön. Du hast erkannt, dass mir das nicht gefällt und willst mich jetzt tatsächlich persönlich treffen. Ja, zu wenig, zu spät. Wir werden uns um Miranda kümmern, wenn wir mit den Quarianern fertig sind, ja. Ich denke, das ist auch vernünftig so, ja. Was, da war irgendwie ein Text wieder, aber ich habe wahrscheinlich zu schnell geklickt. Ich wollte nochmal gucken, wo die Leute sich so rumtreiben. Garrus und... Ja, Garrus ist wieder in seinem Hauptgefechtsstand. Und James ist auch zur Waffenkammer zurückgekehrt. Das heißt, die haben wohl ihre Gespräche beendet. Und ich könnte nochmal zu Edi gehen, ne? Warum nicht? Ich mag Edi und Joker und es wäre sehr schlimm, wenn ich da was verpasse. Ja, da würde ich gar nicht mit klarkommen.
Vielleicht haben die einen Kommentar über Legion. Mann, diese quarianischen Admirals schüchtern einen ganz schön ein. Und wenn du nervös wirst, kannst du sie dir nicht mal nackt vorstellen. Denn hey, vielleicht sind sie ja widerliche Tentakelmonster. Ja, genau. Und warum kannst du dir die dann nicht nackt vorstellen? Ich verstehe nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Schön, dass Tali zurück ist, wenn auch nicht für lang. Adams ist gut, aber wenn Tali nicht da ist, läuft die Maschine einfach nicht ganz rund. Sie ist sowas wie ein Glücksbringer. Aber was den Rest der Quarianer angeht, ist es okay, wenn die ein Schiff mit ihnen an Bord hochjagen? Nein. Nein, ist es nicht. Eben, wollte nur sicher gehen. Kulturelle Unterschiede und so. Und sie haben Legion gefunden. Trägt er immer noch ihr Panzerungsteil? Das wäre nämlich gruselig. Shepard, die Geth blockieren weiterhin den Zugang der Quarianer zum Massenportal. Mit dem Tarnsystem der Normandy können wir unentdeckt bleiben. Genau. Wir können zur Heimatwelt der Quarianer oder aber das System verlassen, wie sie wollen. Oh, wir fliegen jetzt weg. Viel Spaß noch mit den Geth. Moment. Ich werde von Legion kontaktiert. Ihre neue Plattform ist nicht effektiv. Die Hydraulik ist enttäuschend und das ganze Konstrukt ist kopflastig. Es handelt sich um eine Infiltrationseinheit, um sich unerkannt unter organischen Wesen zu bewegen. Ohne künstliche Epidermis sind ihre Infiltrationsfähigkeiten nicht effektiv. Immerhin betrachten mich die organischen Wesen nicht als Bedrohung. Und das wird sich auch bis zu meinem Tag der Abrechnung nicht ändern. Eddie. Hat man das etwa auf der Brücke gehört? Hat man. Sie haben die organische Angewohnheit angenommen, Fragen zu stellen, auf die Sie die Antwort bereits kennen. Und Ihre Humorheuristik ist ganz eindeutig kein Expertensystem. Hat die gerade einen Terminator-Witz gemacht? Die hat einen Terminator-Witz gemacht. Oh, Edi. Gibt's echt Leute, die dir den Körper vorenthalten? Kann man das überhaupt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Konnte man Edi den Körper vorenthalten? Nee, oder? Man konnte ihr, glaube ich, nur befehlen, dass sie sich nicht weiterentwickelt. Hallo, Shepard. Ja, hi, Edi. Ich warte dann mal auf den Tag der Abrechnung. Das soll ja irgendwann 97 sein, glaube ich. Da haben wir noch Zeit für, oder? Ja. Da haben wir noch lange Zeit hin. Dann schauen wir uns jetzt tatsächlich im Galaxie-Menü um, denn ich werde den Fahrstuhl in Ruhe lassen. Chief Engineer würde gerne unten im Maschinenraum. Hast mich überzeugt. Ja. Wenn Trainer schon sagt, ich soll da hingehen, dann gehe ich auch dahin. Ja. Ich weiß ja nicht, was ich von diesem kleinen Mech-Hund halten soll, der durch das Schiff springt. Sophie, ich finde sie süß. Aber wozu ist sie gut? Ich habe einfach eine Schwäche für arme Hunde. Deswegen arbeiten wir auch schon so lange zusammen. Das brennt. Commander, gute Nachrichten von der Installation des Thermorohrs, das Sie uns besorgt haben. Es lief alles fantastisch. Viel besser, als wir erwartet hatten. Hab ich doch gesagt. Es wird noch besser. Beim Verbinden mit den E-Zero-Kondensatoren hatte unsere Miss Daniels hier einen Geistesblitz. So weit würde ich nicht gehen. Sie und O'Nelly hatten eine Idee zur Verbesserung unserer Kondensatorenanordnung. Edi und ich haben das aufgegriffen und unsere Schlussfolgerungen dokumentiert. Unser Kern ist zu kompakt, um diese Theorien umzusetzen. Aber es könnte den Technikern beim Tegel helfen. Wenn Sie es wünschen, schicke ich Ihnen die Pläne. Tun Sie das. Jawohl. Gute Arbeit von allen. Und es gibt diesen Sound, auf den bin ich programmiert. Ja. Commander. Techniker. Es gibt nichts zu berichten. Oh, schade. Es gibt nichts zu berichten, Commander. Aber gut, arbeitet ihr mal weiter. Ich gehe jetzt tatsächlich zur Heimatwelt der Quarianer. Wir sehen die Heimatwelt der Quarianer. Ja, auf geht's. Ich bin da voll dabei. Ich bin da voll dafür. Hier ist alles auch in Ordnung, ja? Ich wollte nur noch mal schauen. Wir können ja auch einen kleinen Wettbewerb machen zwischen Legion und Edi später, ja? Wer besser kämpfen kann, werden wir mal schauen. Schließlich hat Legion Edi herausgefordert, mehr oder weniger. So, dieses Geth-Trümmerfeld, das sollte ich mal lesen. Das können wir also auch machen. In der Nähe des Sterns registrieren die Scanner der Normandy die eine fast unzählbare Menge von Statiten. Satelliten, die mit Sonarsegeln ihre Position selbst korrigieren. Die Geth haben diese ultraleichten Konstruktionen rund um die Sonne platziert, um Energie zu sammeln.
Die Verteilung entspricht einer sogenannten Dyson-Blase. Dazwischen befinden sich Raumstationen und Server, die ihre Energie über drahtlosen Transfer von den Statiten beziehen. Die meisten dieser Raumstationen sind jetzt nur noch Wracks und zahlreiche Solarsegel wurden ebenfalls zerstört. Anscheinend haben die Quarianer mit der Vernichtung begonnen, wurden dann aber unterbrochen und konnten den Angriff nicht beenden. Ah, okay. War das eure Energiequelle? Was haben wir hier? Migrantenflotte? Admiral retten, Geth-Server abschalten. Und die dritte Mission? Die war doch Lebensschiffe retten. War die in einer anderen Gegend? Nein, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Zeit verschwendet oder so. Ich komme mit der Maus nicht nach rechts. Aber ich kann mit der Mausrad scrollen, das geht. Dann lesen wir den Text von Ranoch noch. Obwohl seine orangefarbene Sonne nur etwa 90% der Masse von Sol und die Hälfte ihrer Lichtstärke hat, ist Ranoch nach Erdmaßstäben ein trockener Planet, weil er näher an seinem Stern entstanden ist und etwas weniger Meeresflächen hat. Das photosynthetische Leben konzentriert sich auf Flüssen und Ozeane, während dazwischen große Wüsten liegen. Die Bedeutung von Pflanzenleben und Schatten in der alten quarianischen Kultur wird in der Übersetzung des Wortes Ranoch deutlich. Ummauerter Garten. Für die Sensoren eines Raumschiffes sind das offensichtlichste Merkmal der quarianischen Heimatwelt die zahlreichen Wärmequellen im Orbit. Tausende von Raumstationen der Geth beobachten den Planeten. Irgendwo in diesem Schwarm künstlicher Konstruktionen lauert die Geth-Armada und wartet auf ihre Gelegenheit zum Gegenangriff. Population unbekannt. Quarianische Schätzungen der Anzahl der Geth reichen von Dutzenden von Millionen bis in den einstelligen Milliardenbereich. Die Schätzungen der Anzahl der Geth-Bewusstseine auf Server sind weitaus höher. Okay. Dann landen wir hier, retten den Admiral. Ja, das war ja das, was ich zuerst machen wollte. Dazu packen wir Tali ein. Und Legion ist gar nicht dabei. Das ist ein bisschen schade, ja. Das muss ich schon sagen. Nehmen wir dich mit. Und eine künstliche Intelligenz? Das wär interessant. Oder packe ich nochmal Ashley aus? Ja? Das könnten wir auch machen. Ich weiß ja schon, dass ich einmal noch mit Garrus und James irgendwo hinfliegen werde. Auf jeden Fall. Die will ich nochmal zusammen im Team haben. Ich denke, ich sollte keinen Roboter mitnehmen, keine KI. Oder vielleicht sollte ich gerade eine KI mitnehmen. Das ist jetzt die Frage. Nee, ich denke, ich nehme Ashley mit. Ne? Aber ich glaube, ich habe Ashley auch jedes Mal dabei gehabt, seitdem ich sie habe. Also jedes Mal, wo ich konnte, habe ich sie mitgenommen. Das sagt auch einiges über mich. So, dieses Gewehr hier hat mir ja eigentlich sehr gut gefallen. Ne? Da bin ich ja eigentlich ein Fan von gewesen. Das ist sexy. Doch, doch. Damit konnte ich schön ballern. Das war einfach nur toll. Schauen wir mal, ob ich das vielleicht ein bisschen leichter machen kann. 8%. Na, mal sehen. Immer noch 147% Aufladung. Und ich habe schon wieder vergessen, die Carnifex zu updaten, also zu upgraden auf Level 5 oder so. Das will ich auch irgendwann noch machen, um die mal mit der Paladin wirklich vergleichen zu können. So, was hätte ich dann gerne? Mehr Munition. Das wäre bei der natürlich der Hammer, weil die hat ja 100 Munition oder 100 Schuss im Magazin. Dann hätte ich 150. Das würde sich vielleicht sogar lohnen. Dann können wir den Schaden erhöhen. Die Präzision ist mir egal. Und Zielen brauche ich nicht, ne? Das Spiel kommt ohne Zielen aus. Dafür sind die Gegner sowieso viel zu nah dran. Also nehmen wir das hier, mehr Munition. Macht's außerdem hübsch farblich, ne? Okay. Das war Commander Shepard, wenden wir uns Ashley zu. Die hat im Moment die Avenger, wo mir schon gesagt wurde, jeder andere ist besser. Ich soll das mal bitte machen. Ist schon wahr, ja. Sehe ich ein. Was haben wir denn? Haben wir dies neu? Okay. Die wiegt viel, schießt schnell und macht, naja, ein bisschen Schaden. Das Partikelgewehr. Nehmen wir die hier oder nehmen wir das Geth-Ding? Ja, ich glaube, ich gebe Ashley auch das Geth-Ding. Dann bauen wir da den Durchschlagsmod ein und wahrscheinlich die Laufverlängerung. Ja, mehr Schaden.
beim Scharfschützengewehr bleibe ich wahrscheinlich bei der Mantis. Und dann gehen wir nochmal zu Tali. Das ist Tali, richtig. Die hat eine Schrotflinte, die Crusader. Oh yeah. Und die Paladin. Das passt. Da komme ich mit klar. Shepard habe ich immer noch nicht geupgradet. Ja, habe ich immer noch Punkte übrig für eine eventuelle Kraft, die ich mir irgendwann zulege. Heftig, heftig. Was ich schon an Paragon-Punkten habe. Aber ich bin ja auch schon Level 50. Ich glaube, 60 ist die Grenze. Und das werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Mit meinem Charakter. Schauen wir uns erstmal die anderen beiden an. Disruptor-Munition wollte ich da wahrscheinlich steigern. Machen wir das also. Bei Tali könnten wir die Kampfdrohne steigern. Die ist sehr beliebt. Chitika Fast Pause oder so. Also diese Baldur's Gate 2 Anspielung. Vielleicht hören wir das ja heute nochmal. Und Shepard. Nee, da müsste ich bis hierhin gehen für ein bisschen Gesundheit. Und ich überlebe ja eigentlich noch ganz gut. Auch wenn ich mich dämlich anstelle, bin ich meistens noch am Leben. Also reicht das erstmal. Commander Shepard, hier Admiral Zan. Haben Sie Sarkoris Rettungskapsel erreicht? Noch nicht. Status? Die Zivilflotte hat schwere Verluste erlitten, seit Sarkoris sein Schiff geopfert hat, um eine Gaskanone zu zerstören. Die Suche nach ihrem Admiral ist das Einzige, was unter den Captains eine Panik verhindert. Das finde ich ein bisschen komisch. Hat so ein Admiral nicht normalerweise einen ganzen Stab an Leuten, für die für ihn arbeiten und einen Vertreter dann, der einfach übernimmt? Warum ist die Suche nach dem Admiral so wichtig? Er war gegen die Invasion, aber er hat beim Schutz unserer Schiffe Großes geleistet. Ohne ihn werden einige unserer Nicht-Kombatanten die Flottille verlassen. Die Konsequenzen können Sie sich denken. Okay, ja gut, es sind halt keine militärischen Kapitäne. Es sind halt Zivilschiffe. Da kannst du die Art von Disziplin nicht erwarten. Sie wollten den Krieg nicht und haben ihren Anführer verloren. Das ist irrelevant. Wir sind fest entschlossen. Sogar Sarkoris hat die Bedeutung der Zivilflotte begriffen. Denn ohne Nachschubkette kommt die Invasion zum Stillstand. Ich tue, was ich kann. Beschützen Sie Ihre Zivilisten. Ich kann nichts versprechen. Meine eigenen Schiffe müssen für Ranoch koordiniert werden. Ich empfange nur Rauschen. Sarkoris ist wohl in Reichweite eines Störturms abgestürzt. Schalten Sie ihn aus, um Kontakt herstellen zu können. Seien Sie vorsichtig. Die Geth haben vielleicht am Turm Sicherheitsmaßnahmen. Zan? Admiral Zan? Es ist lange her, seit Admiral Corus ein Raumschiff verlassen hat. Hoffentlich ist er in Ordnung. Das werden wir bald wissen. Bringen Sie uns zum Turm. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Cortez, mach was! Wir werden beschossen. Die Geth haben neben dem Störturm Flugabwehrgeschütze installiert. Wir müssen sie zu Fuß ausschalten. Sind die Geschütze weg, schalten Sie den Turm aus. Jawohl, Commander. Ich setze sie hier ab. Gut, gut. Na dann mal los. Das Spiel ist schon irgendwie hübsch, ja? Das muss man ihm lassen. Mein Volk war jahrhundertelang im Exil. Hier zu stehen, im Land meiner Vorfahren. Und stell dir mal vor, ich hätte dich gar nicht mitgenommen, denn das war eine Möglichkeit. Aber das hätte mein Commander Shepard nie übers Herz gebracht. Höchstens, wenn es absolut notwendig gewesen wäre. Da machen wir aber für heute Schluss und kümmern uns morgen um den Störsender.